Hi, ich bin Laurenz und ich sollte bis in 3 Wochen eine Hausarbeit abgeben. Ich bin hier am Campus Feying und hier in der Uni-Bib findet man alles, was es zum Thema Sport, Technik und Naturwissenschaft gibt. Mein Vorschlag, ich gehe jetzt mal rein und nehme euch einfach mit. Kommt mit. Jetzt bin ich im Eingangsbereich. Hier kann ich meine Sachen einschließen. Dafür brauche ich 2 mal 2 Euro. Kriege ich aber nachher wieder. Nehme ich hier einfach den Korb, habe meine Sachen reingepackt und los geht's. Jetzt bin ich hier an der Info und frage am besten mal nach, wie ich an Literatur komme. Hi. Hallo. Ich will eine Hausarbeit schreiben und weiß noch nicht genau, wie ich an Literatur komme. Danke. Jetzt habe ich eine Vorstellung davon, wie ich anfange. Ich recherchiere hier erstmal am PC. Da finde ich alles, was es in der Bibliothek an Literatur gibt. Jetzt habe ich einiges an Begriffen eingegeben und dann zeigt es mir einiges an Literatur hier an. Unter anderem auch 2 E-Books. Kann ich hier auf die Merkliste setzen. Dann kann ich es nämlich zu Hause mit meinem Unilogin runterladen. So, und hier, okay, das klingt richtig spannend. Da fotografiere ich mir jetzt die Signatur ab, damit ich dann das Buch gleich im Regal finden kann. Okay, los geht's. Mein erstes Buch soll es hier in der Freihand geben. Und jetzt muss ich nur gucken, wo mein Fachbereich ist. Die stehen nämlich hier praktischerweise immer außen an den Regalen. Hier. Und die Signatur habe ich mir vorhin abfotografiert. So sollte ich mein Buch gut finden. Perfekt, da ist es. Ah, die gelbe Signatur hier bedeutet, dass ich es ganz normal ausleihen kann. Und am besten nehme ich mir das noch mit. Und das sind beides 2 Bücher, die gut zu meinem Thema passen. Und das nächste Buch, was ich suche, soll ich anscheinend im Lesesaal finden. Und da gibt es dann auch einen guten Platz zum Arbeiten. So, jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier im Lesesaal. Hier arbeiten alle ganz konzentriert, deswegen muss man hier ganz still sein. Im Bereich Mathe, Physik gibt es einen ganz guten Arbeitsplatz. Da gucke ich jetzt mal hin. Ah, hier kann man gemeinsam lernen oder aber in Ruhe allein arbeiten. Jetzt fehlt mir noch ein Buch. Die Signatur habe ich mir vorhin abfotografiert. Und das sollte hier irgendwo stehen. Perfekt. Hier, rote Signatur bedeutet, dass ich nur kurz ausleihen kann. Aber aus dem hier brauche ich sowieso nur ein paar Bilder und Grafiken. Die scanne ich mir kurz raus. Einen USB-Stick habe ich dabei. Den stecke ich hier ein. Perfekt. Hier wird ein Buch zitiert, das klingt ganz spannend und passt gut zu meinem Thema. Ich guck mal, ob es das hier in der Bibliothek gibt. Ah ja, jetzt steht hier was von Magazinbestellung. Ich klicke mal auf den Bestellbutton. Ah nee. In der Stadtmitte will ich das nicht abholen, sondern hier in Feying. Also ich guck mal, was passiert. Ich bekomme gerade die Nachricht, dass mein Buch schon da ist. Und ziemlich schnell. Es liegt im Abholregal. Das heißt, ich kann es direkt holen. Meine Freihandbücher nehme ich jetzt auch gleich mit. Dann kann ich sie nachher direkt ausleihen. Da soll es jetzt liegen. Jetzt brauche ich nur noch meinen Abholcode. Perfekt. Bei 893 MTM sollte ich es finden. Ja. Für heute ist genug. Jetzt geht's nach Hause.
Neuer Tag, neues Glück. Jetzt stehe ich hier vor dem Learning Center und schaue, ob ich heute einen Platz finde. Da kann man auch gemeinsam lernen. Kommt mit. Jetzt hole ich mein Zeug aus dem Schließfach. Den Schlüssel dafür habe ich mir vor einem Monat an der Leitstelle ausgeliehen. Und jetzt geht's los mit Schreiben. Oh Gott. Wir kriegen das jetzt alles sortiert. Vielleicht hilft mir das Angebot an Kursen der Uni-Bibliothek weiter. Ich recherchiere mal, was es da so gibt. Da gibt es echt einiges. Ne? Bei einem kann ich mich sogar direkt anmelden. Sehr gut. Schon 3 Stunden gearbeitet. Jetzt mache ich kurz Pause. Dafür kann ich hier die Pausenscheibe einstellen, dann weiß jeder, dass ich nur kurz weg bin. Falls ihr auch mal so Hunger habt wie ich jetzt, habt ihr richtig Glück, weil die Mensa ist hier direkt neben der Bib. Ach geil, meine Fernleihe ist da. Das ist ein super Service. Bücher, die es hier vor Ort nicht gibt, kann ich bestellen und sie werden mir per Fernleihe von anderen Bibliotheken hierher geliefert. Die kleine Gebühr ist mir auf jeden Fall wert. Bitteschön. So, das hat mir noch gefehlt. Das brauche ich noch für meine Literaturliste. Yes! Entschuldigung. Fertig. Muss ich nur noch die Bücher unten abgeben und dann ist Schluss. 3, 2, 1. Wenn die Bibliothek geschlossen hat, dann ist draußen vor der Bibliothek die Bücherbox für euch Zurückgabe geöffnet. Puh. Ja. Fertig.